Feinheit steht für hohe Qualität, Präzision. Beide Punkte sind sehr wichtig, um letztlich sichere Prozesse zu bekommen. Sowohl auf der Seite der Steuerungen als auch Messgeräte. Hier sieht man mal für die Rundachsen verschiedene Lösungen. Gekapselte optische Messgeräte, modular-optisches Messgerät als auch nicht-optische Messgeräte. Jedes dieser Messgeräte hat bestimmte Eigenschaften, wieso es genutzt werden kann. Wichtig ist aber immer, dass es am Ende zu einem sicheren Prozess führt. Die TNC 640, die bringt für die Prozesssicherheit die besten technischen Voraussetzungen mit. Zum einen im Bereich Bedienung, zum anderen aber auch im Bereich der Bearbeitung. Hier sieht man die hohe Prozesssicherheit von der TNC 640 dadurch wunderbar, dass man in unserer 3D-Testgrafik bereits vor der Bearbeitung von dem Werkstück genau beurteilen kann, wird die Bearbeitung funktionieren und wie wird die Bearbeitung aussehen. Die neue Funktion OCM, Optimized Counter Milling, setzt Maßstäbe für die prozesssichere und effiziente Bearbeitung. Und zwar geht es bei OCM ums Ausräumen von beliebigen Taschen. Und die werden im Wirbelfräsverfahren ausgeräumt. Der Vorteil dabei ist, man hat wesentlich weniger Belastung vom Werkzeug und Maschine und gleichzeitig auch noch deutlich mehr Teile in sehr kurzer Zeit. Wenn wir von Prozesssicherheit bei Heinlein sprechen, dann ist es auch wichtig, dass man über seinen gesamten Maschinenpark weiß, ob die Maschinen produktiv laufen oder ob die aktuell aufgrund einer Fehlermeldung stehen geblieben sind. Und das ermöglicht der State Monitor sehr einfach, hier in dieser Übersicht, wo man sofort einen Zugriff auf den gesamten Maschinenpark hat und in der Statusübersicht sieht, wie die Maschinen aktuell laufen und wie viele Maschinen online sind oder eine hier eben unter Störung stehen geblieben ist. Höchste Präzision erreichen wir damit, dass wir auch unseren Kunden die richtigen Tools mit an die Hand geben. Und jetzt ist es im State Monitor möglich, eben diese Präzision der Werkzeugmaschine nochmal über die Signalauswertung zu visualisieren. Denn nur wenn man weiß, welche Variablen einen Einfluss auf die Präzision haben, nur dann kann ich diese auch kontrollieren.